Moin zusammen, heute möchte ich euch einmal ganz schnell den Marshall Keyburn 2 vorstellen. Viel Spaß! Und schon geht's los, herzlich willkommen. Ja, der Marshall Keyburn 2 ist der drittgrößte der mobilen Bluetooth-Lautsprecher von Marshall und somit zwei Versionen größer als der Marshall Amberton hier rechts im Bild, den wir euch an anderer Stelle auch schon mal vorgestellt haben. Abgesehen vom rockigen Design und einem insgesamt sehr guten Klang haben die beiden allerdings relativ wenig gemeinsam, denn der Marshall Keyburn setzt dann doch auf einige andere Elemente, als das der Amberton tut. So ist der Keyburn natürlich deutlich größer und damit auch lauter, trotzdem muss man hier auf einige Funktionen verzichten, die auch Konkurrenten ansonsten oft anbieten. Darunter unter anderem die Wasserfestigkeit, denn der Keyburn ist nur mit IPX2 zertifiziert, was maximal ein, zwei Tropfen sein dürften, aber keinesfalls ein Regenschauer, geschweige denn eine Ladung Wasser aus dem Pool von nebenan. Dementsprechend gestaltet es auch die Rückseite, denn neben nicht wirklich ansehnlichen Rechtstexten finden wir hier einen offenliegenden AUX-Anschluss und einen großen Ausgang für den Druckausgleich des Basses. Immerhin ist der Stromanschluss hinter einer Abdeckung versteckt. Versorgt wird der Marshall Keyburn 2 nicht etwa mit Strom über USB, sondern tatsächlich mit Netzspannung. Der Akku ist in 2,5 Stunden wieder aufgeladen und soll bei mittlerer Lautstärke ca. 20 Stunden halten. Das ist durchaus realistisch, wenn ihr lauter auftret oder den Bass besonders laut auftret, ist dies natürlich weniger. Auf Komfortfunktionen wie die Möglichkeit, euer Telefon mit eurem Lautsprecher aufzuladen, müsst ihr im Falle des Keyburn 2 leider verzichten. Und wir kommen noch zu einem weiteren, eher ungewöhnlichen Punkt. Das Steuerungskonzept des Keyburn 2 ist ganz anders als von vielen Konkurrenten sehr einfach gehalten. Play-Pause gibt es nicht, Vor- und Zurückspulen auch nicht. Der Lautstärkeregler ist gleichzeitig auch der Einschalter. Dreht man diesen also gegen 0, rastet er ein und der Lautsprecher geht aus. Abgesehen von dieser einen Taste gibt es auch noch die Möglichkeit, einen Bluetooth-Koppeln-Knopf zu drücken. Ist der Lautsprecher eingeschaltet, sehen wir auf der rechten Seite außerdem anhand von mehreren LEDs den aktuellen Akkustand. Und es gibt einen Equalizer, einmal mit den Möglichkeiten Höhen reinzudrehen und einmal mit der Möglichkeit den Bass zu unterstützen oder eben auch beides rauszudrehen, wobei das eher seltener der Fall sein dürfte. Eine Besonderheit des Keyburn ist außerdem noch der Tragegurt, welcher aus Kunstleder gefertigt ist und innen weich mit rotem Stoff gegengesäumt ist. Wir hatten bisher hier noch keine Abnutzungsspuren, ist es aber durchaus möglich, dass es hier nach einiger Nutzung auch schneller zu Gebrauchsspuren kommen kann. Gut, und dann kommen wir noch zum wohl wichtigsten, nämlich dem Klang und der Lautsprecherleistung an sich. Zu den technischen Daten. Angegeben sind theoretisch 36 Watt, wobei das nicht so ganz hinkommen kann, weil Konkurrenten wie zum Beispiel JBL mit der Charge 5 mit 40 Watt definitiv nicht den gleichen Schalldruck schaffen können wie der Marshall Keyburn 2. Der ist tatsächlich sehr, sehr voluminös, was das Gesamtvolumen betrifft, und das macht natürlich gerade bei Bässen extrem viel Spaß. Der Keyburn 2 gibt einem darüber hinaus ja auch noch die Möglichkeit, den Bass auch noch weiter zu unterstützen. Dank des eingebauten Equalizers ist das hier kein Problem. Beim Klang überzeugt der Keyburn 2 grundsätzlich sehr, denn er ist definitiv auch nochmal ein gutes Stück besser, als man das von anderen Produkten dieser Kategorie gewohnt ist. Es sind sehr schöne, detaillierte Höhen, relativ warme und gut klingende Bässe, alles in allem ein wirklich schönes Soundpaket, und ich habe tatsächlich gehofft, dass er genau dieses Klangprofil erfüllt, denn es ist damit eine im Grunde Vergrößerung und einfach nur lautere Version des Marshall Amberton, der uns hier auch schon sehr gut gefallen hat. Was tatsächlich aber etwas seltsam ist, ist die Tatsache, dass auch der Marshall Keyburn 2 als 360-Grad-Lautsprecher verkauft wird. Beim Amberton macht das durchaus Sinn, denn die Vorder- und Rückseite unterscheiden sich innenliegend technisch überhaupt nicht, wodurch der Klang vorne genauso wie hinten klingt. Beim Keyburn ist das etwas anders, denn wir haben zwar hinten eine große Öffnung für den Bass, wodurch man auch hinten durchaus viele Bässe hört, und dann noch einen separaten kleinen Lautsprecher, der die Höhen und Mitten übernimmt. Der ist aber weder so gut noch so laut wie der auf der Vorderseite, was hier irgendwie nicht so ganz ins Bild passt. Der hätte für uns auch gerne weggelassen werden können. Gut, kommen wir noch schnell zum Fazit, und ja, der Marshall Keyburn 2 überzeugt uns beim Klang, beim Design und bei der Verarbeitung. Was allerdings nicht ganz passt, sind sozusagen die Komfortfunktionen, also das Thema Steuerung, das Thema Wasserfestigkeit und auch das Aufladen von Smartphones ist nicht möglich.
Outdoor-Lautsprecher wie zum Beispiel die JBL Extreme 3 sind hier definitiv dann besser aufgehoben, die bieten einfach mehr Funktionen. Trotzdem gefällt uns der Marshall Kilburn sehr gut und ja, schafft es definitiv auf unsere Top-Liste. Wenn euch Videos wie dieses gefallen, dann freue ich mich über ein Abo und über ein Like. Außerdem könnt ihr auf firstreview.de noch den kompletten Testbericht zum Marshall Kilburn 2 durchlesen. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut und tschüss.